Aktuelle Let's Dance News im Gala-Ticker. Michelle gibt erstes Statement nach ihrem Ausscheiden aus der Show +++. Das denkt Amira Pocher über ihren Contemporary. Die beliebte Tanzshow Let's Dance findet trotz anhaltender Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder statt. Die 15. Staffel startete am Freitag, 18. Februar 2022 um 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow, bei der die 14 prominenten TeilnehmerInnen, die ProfitänzerInnen und die ZuschauerInnen die Paarungen erfahren haben. Am 25. Februar fand die erste offizielle Wettbewerbsshow statt, Let's Dance 2022. Alle News zur 15. Staffel. 31. März 2022. Das sagt Michelle über ihr Aus bei Let's Dance. Bei Let's Dance gibt es wieder einen Ausfall, dieses Mal allerdings nicht wegen Corona. Sängerin Michelle, 50, muss die Show überraschend verlassen. Ihr Arzt hat der 50-Jährigen ein Tanzverbot auferlegt. Auf Instagram meldet sich die Nicht-Verdient-Sängerin jetzt selbst zu Wort und kann ihre Enttäuschung nicht verbergen. Ich bin natürlich extrem traurig, sagt sie in ihrer Story und bedauert das aus. Es war eine tolle Reise für mich. Eine andere Wahl hatte Michelle aber nicht. Erst jetzt gibt sie zu, wie schlimm ihre Rückenschmerzen wirklich waren. Ich habe mich zu jeder Show und zu jeder Probe jeden Tag freispritzen lassen, damit ich quasi schmerzfrei tanzen kann. Doch letztendlich ging es nicht mehr weiter. Der Schmerz holte sie ein. Am Ende war es so schlimm, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, gesteht sie. Dass Michelle nicht topfit war, machte sich auch in den Juryurteilen bemerkbar. Dazu sagt die Schlagersängerin, vielleicht kann jetzt der ein oder andere ein bisschen nachvollziehen, warum ich tatsächlich ein bisschen steif aussah beim Tanzen. 28. März 2022. Amira Pocher lässt ihren Contemporary Revue passieren. Da staunte das Publikum nicht schlecht. Bei Amira Pocher, 29, und Massimo Sinato, 41, übertrumpfte Joachim Jambi, 57, seine Mitjuroren bei der Punktevergabe. Währenddessen Mozi Mabuse, 40, und Jorge González, 45, Amiras und Massimos Contemporary zu Dein ist mein ganzes Herz mit jeweils 8 Punkten würdigten, zückte Joachim Jambi die 9-Punkte-Kelle. Für die Frau von Oliver Pocher, 44, eine echte Überraschung, denn eigentlich hatte sie sich mit der Songauswahl unwohl gefühlt.